Und weiter geht's. Also, Nebenmission Nummer 1. Aha, die Messgeräte finden. Lass mich raten. Naja, das sieht ja ganz gut aus. Das sieht so aus, als. Ja, ne? Nee. Kann es mir vorstellen, da liegt's, oder? Ja. Wenn man diesen seltsamen Sprint hier hat, oder auch den mit den Flügeln, dann stimmt die Richtungsanzeige immer nur, wenn man sich bewegt. Nee, das ist es auch nicht. Aber der dürfte es sein. Geh weg. So. Und das dritte. Das ist immer der gleiche. Aber da liegt ja einer. Der ist bestimmt dabei. Nee, tatsächlich nicht. Hätte ja sein können. Sind wir wirklich darunter? Ah ja. Local bounty detected. Super. Karlsticker-Wesen. Wer auch immer Karlsticker ist. Eins. Super, dann geht das mit den Nebenmissionen ja noch ein bisschen schneller. Bist du auch so ein Karlsticker? Hört sich so an, als würde man irgendwie mit Garn auf Klatzen, aber egal, komm. So, einmal von unten. Ach komm, einmal das Richtige. So. 5, dann nehmen wir die beiden mal zusammen. Müsst ihr nicht alleine sterben. Und jetzt noch einen nach Wunsch. Nehmen wir dich. Komm her. Kopfschuss mit der Schrotflinte. Bam. Sehr schön. So. Und wo komme ich jetzt am besten hin? Wo könnte. Na komm, schnell. Wo könnte. Ah, vielleicht im Haus oder ums Haus herum. Ja, super. Ach komm. Ja, ist gut, komm. Was für einer? Ach, egal. Nee. Die sind ja normalerweise ganz freundlich und fair kennzeichnet. Reinkommen wir nicht. Also, da vielleicht noch einer, den ich suchen kann. Nee, den habe ich selbst getötet. Habe ich selbst getötet. Ja. Da unten waren wir. Gehen wir noch ein bisschen hier oben entlang. Dann verlassen wir das Gebiet. Ah, guck mal hier. Na, sieht aber auch nicht gut aus. Ist egal. Ja. Die Schmutzbombe. Schon wieder ein Fahrrad. Da kommen wir nicht rein. Briefkasten ist auch nichts. Da waren wir. Immer nur. Hier, mö. Bin ja auch schon wieder viel zu weit weg.
So, gehen wir nochmal ganz systematisch vor. Du bist es nicht. Ah, das ist doch noch was. Das ist noch mal nichts. Aber den haben wir doch schon, oder? Naja, so wie der sich anstellt. Nee, das ist der, den wir schon hatten. Ups, das sind die beiden, die wir getötet haben. Das ist wieder keiner. Egal. So, schmutzige Menschen habe ich umgebracht. Schön. Sind es vielleicht doch die, die ich selbst... Nee, den habe ich selbst getötet. Den auch. Und da unten... Ich komme runter, aber nicht mehr hoch. So, nochmal die ganz große Rundfahrt. Charlie. Vielleicht mal hier entlang. Müssen wir nicht. Können wir aber trotzdem mal nochmal machen. Sag mal, das ist doch ein bisschen doof versteckt, oder? Müssen wir den nochmal töten? Ja. Platsch. Hier irgendwo? Nee. Ich bin ja Kummer gewohnt. Aber auch das ist es nicht. Die wollen ja nur getötet werden. So, nochmal. Ach komm jetzt. Ich werde aber noch mal gucken, ob der vielleicht gelb ist. Nö. Naja, so kriege ich ja den anderen Teil der Mission. Aber kein Messgerät, Charlie. Liegt einfach so auf dem Tisch. Nö. Den bringe ich jetzt nicht noch mal um. Den haben wir durchsucht. Der hatte, glaube ich, auch eins. Gehe auch schon viel zu weit zurück. Oben irgendwo. Weg. Nicht, dass da wieder ein Bug drin ist. Ne? Seit dem seltsamen Bendigo, der mich verarscht hat. Da hat was dabei, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich habe auch bei der Katze schon so viel gesucht. Jetzt kommt jetzt, hm? Da bin ich ja schon fast wieder raus. Es ist doch meistens ziemlich genau in der Mitte. Das wäre... Na... Hier. Ist es aber nicht. Doch, da. Aber da ist es nicht. Ja, na, tausendmal. Ich würde sagen, ich bringe den nochmal um. Ahem.
Das ist eine Nebenmission. Nebenmissionen sind einfach und schnell gemacht. So, jetzt können wir natürlich noch stundenlang im Kreis laufen. Aber das wollen wir nicht. Alles ganz normale Monster. Also auf die Gefahr hin. Ich würde ja fast sagen, das ist hier am Haus, vielleicht in diesem. Da wird auch nichts gelb. Hier im Beet? Nö. Unser Küchentisch? No. Nee, das ist ganz falsch. Da irgendwo. Ich bin ja nicht mehr im Gebiet. Da ist eine Lore, die nehmen wir. Kann ja sein. Dann hauen wir noch auf die Mutti. Bin dafür so ein Punkt. Nähern wir uns der ganzen Sache mal von Wasser her. Vielleicht liegt er hier auch irgendwie. Die habe ich doch schon alle umgebracht, ja. Nee, oder? Ah ja, von mir aus. Ich lasse es gelten. Fehlt jetzt noch eine Nebenmission? Noch mal schauen. Bam, 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 bam. Wieso? Ich habe doch diese. Ach, weißt du was? Gehen wir da mal weg. Und gehen mal dahin. Metalldetektor. Super. Machen wir schnell. So lange habe ich für die tägliche Mission noch nie gebraucht. So, der tote Orochi-Salat hat einen Metalldetektor und eine Schaufel bei sich. Er muss vor seinem Tod noch irgendwas gesucht haben, das im Sand verborgen ist. Wonach der Tote auch gesucht haben mag, es war bestimmt wichtig. Heben Sie den Metalldetektor und die Schaufel auf und beginnen Sie mit der Suche. Machen wir. Ich nehme mal an. Quick Access Inventory updated. Quick Access Inventory updated. Ich würde sagen, wir machen den ertrunkenen Seefahrer noch kurz mal tot, weil, ne? So, den Metalldetektor einschalten. Item located. Radar module activated. Item located. Machen wir einfach mal.
Item located. Item located. Item located. Item located. Item located. Nein. Ja. Okay. Item located. Langsam sicher kriege ich es raus. Okay, ist halt. Oh. Danke. Item located. Quick access inventory updated. Das ist ja jetzt richtig aufwendig. Ich war jetzt ein bisschen still, weil ihr wisst warum, ne? Aber ich habe es relativ schnell rausgekriegt, wie es funktioniert. Oh ja. Nochmal 5. Leute, ihr wollt mich doch. Item located. Okay.
Item located. Ja, ich weiß. Langsam sicher habe ich es raus. So. Item located. Item located. Letztes? Komm. Der stört mich aber. Ist mir egal. So. Schriftrolle. Rufe den Beschützer. Wenn Schrecken aus der Tiefe kommt, reinige die Wurzeln im Boden. Wenn der Tod die Schnitter zur Ernte ruft, finde die vier an der steinigen Küste. Wenn Finsternis die Welt zu schlafen würgt, rufe den Beschützer, damit sie sich erhält. Erwärmten Ort finden? Na, Gott sei Dank, ist es nicht eine grüne Quest sonst? Vielleicht hier diese Banane. Nein. Nein. Keine Ahnung, was er meint. Na, hier? Ja. Die Geierwurzel benutzen. Die Geierwalli, wo ist sie denn? Im Inventar. Ach, tatsächlich, habe ich alles gefunden. Suche fertig. Jawohl. Und? Ja. Ja, auch schön. Sehr schön. Und was brauche ich jetzt noch? Drei Monster. Drei. Drei Monster. Wir nehmen gerade mal noch. Dum, 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 dum. Eine zerfledderte Rüstbroschüre enthält Informationen über Sehenswürdigkeiten auf Summon Island. Einige davon haben mit dem riesigen Wabanaki-Stamm zu tun. Möglicherweise finden sie an einigen dieser Orte noch Überlebende. Gehen sie zunächst möglich davon und finden sie heraus, ob noch jemand lebt. Den nehmen wir an. Und töten drei Monster. Dann dürfen wir die sogar machen. Eins. So. Und du noch, ha?
Du bist eh hässlich. Nein, du bist hässlich, doch. Okay, sehr schön, zack. Das kommt noch der Allgemeine. Hätten wir das geschafft. Das heißt, wir können weiter. Die Touristenbranche. Broschüre. Die Touristikbranche, genau. Wir untersuchen die Touristikbranche. Das wollte ich immer mal. Okay. Was haben wir da in der Nähe? 65 straightforward. Kommen wir da irgendwie hoch? Was ist das für ein Baum? Der Baum hat doch irgendwie Zugang zu. Geil. Was ist das? Aber wo ist. Wieso der Baum? Nee, ich will jetzt zu dem Baum. Na ja, gut. Hab ich. Okay. Ach so, einfach nur Sightseeing. Gut. Ich würde sagen, wir gehen da nicht direkt durch. Ich will noch zu dem Baum. Wo ist denn der Baum? Warum ist da ein Baum? Ist das eine Höhle? Der Baum, das ist doch irgendwie. Ein Baum drin. Da ist vielleicht ein Loch oben. Einfach nur, weil es mich furchtbar interessiert. Ja. Hä? Nein. Aber warum ist das hier? Egal. Ja, Baugruben. Super Baugruben. So, schnell noch die Mission fertig machen. Ja, da waren wir jetzt auch. Und jetzt müssen wir noch dahin. Ich mach's wieder bumm. Ja. Den Kunsthandwerkladen besuchen. Machen wir. Wir gehen den normalen Weg. Ups. Moment. Was war denn da gerade grün? Achso, unten habe ich. Ach, da ist er. Gut. Lass mich raten. Kunstwerkhandwerk. Hier war ich ja noch nie. So. Ich habe halt eben vor dieser grünen Mission so ein bisschen Respekt. Win-win. Ich würde sagen, ich mache jetzt schnell noch die Aufwertung. Da haben wir ja ein bisschen was bekommen. Und beende dann erstmal. Mache eine kurze Aufnahmepause. Und dann schauen wir mal. So, was haben wir denn? Haben wir. Ach, so ein Beutel, der ist immer gut. Jawohl, das ist schön. Ja, weil das haben wir. Das passt da sehr gut dazu. Und das kriegt dann einen drauf. Zwei. Super. Dann machen wir mal ein paar Waffendinger auf. Die kleinen gehen alle auf dieses Teil hier. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Wow. Dann nochmal 3. 1, 2, 3. 3. Einer davon bringt sogar richtig was. So. So. Stufe 16. Wir kommen echt gewaltig näher. Ist die lila, wird das dauert natürlich ein bisschen, aber es lohnt sich, weil so 3 Punkte und eine Sonderfähigkeit. Boah. So, dann. Machen wir noch ein paar Talismanen. Talismänner.
Ah, hier das, da, da haben wir doch was für, genau, zack. Das geht jetzt einfach mal hier auf die 22 drauf. 1, 2, fertig. Und wenn es nicht was ist, was wirklich gut irgendwo hinpasst, dann... Oh, das hat ja gereicht. Gut, dann soll das jetzt auch erstmal reichen, beziehungsweise... Ich glaube, der bringt hier noch ein bisschen was. Naja, nicht wirklich. Egal. So, weg erledigt und Aufnahmepause.